Und weiter geht's mit einer neuen Folge. Wir spielen Minenarbeit mit eurem Vorbuddler und einer Kuschelecke. Ich zeig sie euch nochmal, ne? Ist natürlich noch nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ne? Es wird hier noch ein bisschen schöner gemacht alles. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht sogar in einer anderen Etage etwas höher. Das ist mir doch hier noch zu ungemütlich, so nah neben unserem Lager. Das könnt ihr euch jetzt auch nochmal angucken. Dann habt ihr schon gesehen, so ein bisschen alles sortiert. Ich musste inzwischen sogar eine neue Kiste bauen für Ressourcen, weil die schon völlig überquillt. Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen dramatisch. Oh, wir haben keinen Schönstein. Ich brauche aber für heute unser Projekt unbedingt Schönstein. Und zwar möchte ich in der obersten Etage doch endlich mal jetzt vorankommen. Machen wir mal so, gucken, wie weit wir da kommen. Ich zeige euch das mal eben. Da müssen wir zwei, drei Etagen hochlaufen. Der Raum gefällt mir wirklich ganz gut irgendwie. Muss man noch ein bisschen dekorieren, ne? Und ja, das ist der oberste Raum. Das soll alles hier weg. Da soll so ein quadratisches Pyramidendach drauf. Aus Glas, so, ja. Und hier muss ich natürlich die Wand da noch schön machen. Ich glaube, die haue ich dann jetzt auch schon mal weg. Irgendwann müssen wir damit hier anfangen. Warum nicht dann jetzt? Ja, das ist natürlich so. Ich habe inzwischen, denke ich mal, jemand sagte, ich sollte diese ganze Gegend hier Schönstein nennen. Nach dem Schönstein, wie ich ihn immer nenne hier, ja. Und ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich werde das auch machen. Allerdings noch ein bisschen abgewandelt. Und zwar in Anlehnung an die Burg Wiesenfels, die ihr ja alle so liebt. Werde ich das jetzt hier Schönfels nennen. Schönfels, ja. Und da mir das auch noch ein bisschen zu dünn klingt, ne? Noch nicht so richtig. Ach, ihr wisst schon, so. Ha. Ja, da fehlt noch ein bisschen so Pfeffer und Salz, ja. Und deswegen denke ich mal, seht euch das an. Das ist doch der ideale Kurort, ne? An diesem See. Den werden wir vielleicht sogar ein bisschen so ferienanlagenmäßig ausbauen. Und ja, denke ich mal, ist das hier jetzt Bad Schönfels. Herzlich willkommen. Ah, ich habe noch mehr Ideen, wie man da so hinten, wie man da so irgendwie noch das alles ausbaut. Jetzt kommt die Decke echt weg. Ich muss das auch irgendwie schaffen. Ich hoffe mal, das schaffe ich auch. Während ich hier so mache und ja, für euch die Drecksarbeit wieder erledige, ja, könnt ihr euch hier einfach mal zurücklehnen und die schönsten Momente genießen, die ich neulich ohne euch in der Goldeihöhle erlebt habe. Ja. Ihr habt ja gesehen, ich war da schon, hab so ein bisschen Ressourcen gesammelt in aller Ruhe. Es ist einfach auch so, dass man, wenn man alleine spielt oder beziehungsweise umgekehrt, wenn man moderiert beim Spielen, dann spielt man auch völlig anders als ja, als wenn man so normal ganz alleine spielt. Das ist so meine Erfahrung, das ist bei mir jedenfalls so. Ja. Es tut jetzt auch nichts zur Sache, lasst mich jetzt hier mal in Ruhe arbeiten. Und, wie gesagt, genießt die Goldeihöhlen-Momente.
Nun denn, ihr habt es ja sicher schon längst geahnt, dass ich das hier, was ich, mein Bauprojekt hier praktisch niemals schaffen würde an einem Tag. Noch schlimmer ist es gekommen. Die Nacht ist da reingebrochen und ich habe noch nicht mal, ich habe ein bisschen ansatzweise hier so ausgemessen und einen kleinen Rahmen gebaut, einen quadratischen von 10x10. Ja, aber jetzt nach oben hin eine völlig offene Höhle. Also ich bin jetzt, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen, werde jetzt auch überhaupt nicht schlafen können, da das Bett nicht funktioniert. Es sei denn, vielleicht könnte ich ja noch eine Schlafkammer mal praktischerweise da irgendwo in den Felsen hauen. Ich sag mal, ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Bleib mal so lange wach, wenn ihr mir das erlaubt. Ne? Darf ich heute länger aufbleiben? Ja. Und kümmere mich ein bisschen um den Keller. Der muss ja auch noch gemacht werden, obwohl ich jetzt hier gar nicht so richtig drauf vorbereitet bin. Doch. Ich hatte eine Idee letztens. Und zwar, wie man noch das Treppenhaus hier noch anders machen könnte. Hier in diesem Hauptraum. Da geht's nach oben, da geht's nach unten. Und wenn man doch jetzt hier das so baut. Und dann da auch noch eine Treppe runter in diese Richtung. Dann sieht das doch bestimmt hinterher, ne? Und überhaupt. Jetzt werden wir hier einfach mal ein bisschen vor allem auch hoffen, dass uns da von oben niemand überrascht. Was ist denn hier so weg? Oh, da muss noch eine Etage. Das soll jetzt natürlich... Ihr wisst, ich bin nicht so ein großer Fan unbedingt von der Symmetrie. Symmetrie ist schön und gut. Aber... auch schnell äußerst langweilig für meinen Geschmack. Auch so eine, wenn ihr mal an Burg Wiesenfels denkt oder sowas, das ist, ich bin da sehr erstaunt drüber, dass viele sagen, die wäre so unheimlich toll, unheimlich schön, unheimlich klasse, eine richtig tolle Burg. Ja, klar, super, ne? Aber ich überlege dann immer, warum, ne? Es ist einfach so, dass ich die nicht so durchgeplant habe. Die ist nicht so durchdesignt. Sondern ich habe einfach da gebaut, wo Platz war und die ganze Burg auch so ein bisschen der Landschaft so angepasst. Ne? Ja, eben da halt, wo Platz war. Und das ist, dann kommt eben etwas dabei raus, was nicht so symmetrisch ist, sondern eben verwinkelt, schief und krumm. Und gerade das macht es dann aus. Es wirkt dadurch irgendwie lebendig und ja, irgendwie spannender, ne? Als immer dieses, genau so viel und Tür in der Mitte. Zack, was haben wir hier noch gemacht, ne? So, schön gerade alles. Ne, das ist ja jetzt hier keine... Hier auch, ne? Aber wenn ich das sehe, ich bin ja doch ganz schön symmetrisch veranlagt, ne?
Jeder hat so seine Veranlagungen. Schönstein ist fertig. Ich brauche jetzt aber... Oh, den schmeiße ich dafür auch direkt mal weg. Ich brauche aber jetzt auch viel mehr solche Treppen. Ah, hier ganz viel Erde wieder angesammelt von da oben. Viel Wicker. Das war jetzt auch überraschend, dass im oberen Raum, da ist ja wirklich eine Riesenschicht Erde noch drüber. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich dachte, das wäre irgendwie schon alles gegessen, ne? So, ich schaue mir mal an, wie habe ich denn diese Treppe hier gebaut? Da sind noch so Schönsteine drunter und dann so ein Rahmen. Ah, wenn ich jetzt hier runterkomme, dann komme ich auch gar nicht mehr hier runter. Ah, ja, das ist natürlich jetzt nicht so. Dieser Gang sollte ja eigentlich bleiben. Pass auf, dann mache ich den oben noch etwas länger. Ich glaube, das ist genauso gut. Ist vielleicht sogar oben sogar jetzt im Moment ein bisschen zu eng. Na, und zu symmetrisch. Ah, da könnte schon eine Stufe hin, obwohl das sieht dann von unten hässlich aus. Mache ich das einfach so. Dann sagen wir mal, da ist die erste Stufe. So, jetzt habe ich auch einen schönen Anhaltspunkt. Einfach mal alles weghauen. Jetzt wird es wieder dunkel. Kann nicht erschrecken. Ich hänge auch sofort wieder eine Fackel hin. Ne, da fackel ich nicht lange sozusagen. Ich denke, das muss jetzt hier erstmal, ja. Denn ich dachte mir, das wäre doch sicher schön, wenn man dann hier über diese Treppe ginge. Und dann könnte man hier diesen Bereich, könnte man nochmal eine Mauer ziehen oder so. Hier kommt man eh nicht durch zum Strand. Da ist nämlich schon Tunnel hinter und Erdbeben haben wir auch. So. Nein, nein, aber... Ne, unser Sadomaso-Keller, der will ja auch nochmal irgendwann gebaut werden. Keine Ahnung, wie ich den machen soll, ne? Sadomaso-Keller, wie macht man den? Schwarze Wolle mit Rot oder so. Ich habe keine rote Wolle in meinem Texture-Pack, ist das blöde. Ne? Ups, da komme ich nicht ran. So. Ach, das ist ja wieder ärgerlich. Ach. So, immer hau ich daneben. Dann ist halt immer der kostbare Koppelstein dann kaputt. So, wo kommen wir denn jetzt hier aus? Ich hoffe mal, das passt überhaupt halbwegs. Oh. Ja, geht doch. Licht, 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 Licht. Hier unten noch ein bisschen Licht. So. Ach, das ist doch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt hier so bedenkt, dass man da auch lang gehen kann. Und hier könnte man ja auch noch was hinmachen, obwohl... Ach, das muss ich mir halt überlegen. Ja, ich würde sagen... Da ist wieder ein freundlicher Herr vor der Tür. Ne? Ich weiß auch nicht, was die immer wollen, diese Aufträge. Ich kann ja nicht mehr durch die Tür kämpfen. Achtung, um Gottes Willen. Jetzt wäre mir aber beinahe ein Malheur passiert. Junge, Junge, Junge. Ich kann ja durch, seit 1.6 kann ich nicht mehr durch die Fenster kämpfen. Und ich finde das total doof. Mano. Wenn ich da jetzt aufhaue, geht die Tür auf und der Creeper steht direkt vor mir und explodiert. Es sei denn, ich bin schneller. Okay, er ist explodiert, hat wahrscheinlich unten genau das, was ich wollte. Ein Loch in meine Wand gerissen. Jawoll. Naja, jetzt nicht so wirklich. Na, aber hier sollte ja ein Fensterwand hin. Das geht auf jeden Fall schon mal so ungefähr. Jetzt kommt da einfach so provisorisch Erde, Erde, Erde. Erde hin. Ganz leicht. So, da passen Spinnen durch. Da muss man da mal zumachen. Also zwei so quer, da passen Spinnen durch. Also Obacht.